Hey Leute und willkommen zur vierten Folge des Videokurses. Und ja, heute beschäftigen wir uns nochmal letztendlich mit den Tools noch einmal. Und zwar hier mit der obersten Leiste noch einmal ganz kurz oder in diesem Video. Und im nächsten Video hat ein Zuschauer geschrieben, dass er einmal mit dem Einfügen von allen Sachen, das bekommt er nicht so hin, das machen wir dann morgen. Da zeige ich euch dann alles danach. Weiß ich nicht, gibt es glaube ich nur noch so zwei Sachen oder so, und dann machen wir noch mal ein großes Video, wo ich von Anfang bis Ende den Thumbnail erstelle, damit ihr noch mal alles sehen könnt, falls ihr einzelne Schritte nicht ganz verstanden habt, sonst fragt immer in den Kommentaren. Ich versuche immer rechtzeitig zu antworten, also spätestens so abends kommt eine Antwort von mir, mittags eher nicht, aber abends spätestens. Und genau, heute erkläre ich euch noch mal hier oben so ein bisschen die Sachen. Ich sag nur zu ein paar Sachen was, wie gesagt, die Sachen, die ich benutze. Und gut, fangen wir erstmal hier mit Datei an. Wenn ihr jetzt ein Thumbnail fertig gemacht habt, dann drückt ihr hier, also ihr könnt natürlich speichern alles und hier zuletzt geöffnet, falls ihr zum Beispiel hier ein Paket habt, das zeige ich euch dann noch übermorgen. Morgen kommt das mit einfügen und übermorgen so Pakete, die sind sehr nützlich, zeige ich euch dann, damit, ja, ich sage einfach erst dann zu was, wenn es soweit ist. So, und zwar, wir gehen jetzt hier oben rauf und dann könnten wir auf Exportieren drücken. Und dann könnt ihr es hier auf dem Desktop zum Beispiel exportieren und hier oben speichern. Und genau, das ist eigentlich alles easy zu verstehen. So, dann brauchen wir das neu für jeden Thumbnail. Wie gesagt, 1280x720 sind unsere Thumbnail-Maße. Die müsst ihr mal eingeben, damit es klappt. Und gut, dann noch irgendwas eigentlich nicht. Hier könnt ihr zum Beispiel noch was öffnen, falls ihr was gespeichert habt. Exportieren habe ich wie gesagt. Ansonsten braucht ihr hier eigentlich nicht viel von. So, bearbeiten, das benutze ich eigentlich nie, muss ich sagen. Deswegen gehen wir direkt mal hier zum nächsten über. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas ausgewählt habt mit diesem Tool hier oben, wie schon erklärt, aber hier diese Dinger weg haben wollt, könnt ihr auch hier oben auf Auswahl und dann nichts, dann geht das alles automatisch weg. Aber ansonsten benutze ich von dieser Leiste auch nichts. Von Ansicht benutze ich auch nichts, muss ich sagen. So, bei Bild, da benutze ich auch nichts. So, Ebene benutze ich wieder eine Sache. Und zwar, also ihr könnt hier neue Ebene, aber das könnt ihr auch hier drüben machen, auf dieser kleinen weißen Seite. Hier benutze ich immer zum Beispiel Ebene skalieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier mehrere kleine Sachen habt, sagen wir, ihr habt hier so zwei Spitzhacken. Die eine habt ihr schon hiermit irgendwie, sage ich mal, gezogen und ihr wisst die Maße genau und wollt es jetzt nicht irgendwie so eine Minute dran sitzen, um es genau perfekt so zu ziehen, könnt ihr das andere hier auswählen. Dann geht ihr oben auf Ebene skalieren, gibt hier dann die Maße ein, drückt skalieren und dann ist es so wie das andere. Dann müsst ihr nicht mit diesem Tool hier rum skalieren. Also bei Farben benutze ich auch nichts, das könnte man hier zwar noch machen, bei Thumbnails könnte man, bei Banner, sorry, könnte man das machen, aber benutze ich eigentlich auch nie. Werkzeuge, genau, falls ihr hier irgendwas nicht bei euch ist, also zum Beispiel wenn das hier nicht mehr ist, könnt ihr auf Werkzeuge und dann stehen hier die ganzen Werkzeugsachen. Könnt ihr glaube ich auch, also gibt es verschiedene, hier gibt es viele Sachen, die hier nicht drin sind. Also genau, so bei Filter benutze ich immer noch Weichzeichen und dann Gauscher-Weichzeichen ist einfach dazu da, wie ihr hier schon seht, dass es verschwommen ist. Hier könnt ihr einstellen, wie verschwommen es ist. Ihr könnt jetzt zum Beispiel irgendwie, sagen wir, 59 machen und wenn ihr hier auf dieses Bild dann rauf drückt, seht ihr, wenn es scharf ist. Also wenn ihr drauf drückt und bewegt, seht ihr es, wenn es scharf ist. Wenn ihr loslasst, seht ihr es, wenn es so ist, sozusagen. Ich habe meine Thumbnails meistens so auf 5%. Seht ihr hier im Hintergrund, ist so ein bisschen unscharf, finde ich ganz gut so. Genau, bei Fenster, genau, hier die Werkzeuge waren auf das hier bezogen. Fenster kürzlich geschlossene Docks, zum Beispiel, falls ihr das hier irgendwie gelöscht habt, findet ihr es hier wieder. Und da andockbare Docks findet ihr die ganzen Sachen nochmal. Hier auch die Werkzeugeinstellung, falls ihr irgendwas hier drinnen nicht habt, aber das braucht. Genau, und Hilfe, falls ihr irgendwas Hilfe braucht, bei irgendwas Hilfe braucht, brauche ich glaube ich nicht weiter zu erklären. Und das war's denn für heute. Morgen erkläre ich euch sozusagen alles mit dem Einfügen und so. Übermorgen kommt dann so ein Paketeset. Und dann sind wir eigentlich schon so fast am Ende. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas erklären könnte. Aber dann kommt auch schon ein Thumbnail von Anfang bis Ende, wie ich das mache, damit ihr nochmal alle Schritte von mir seht, wie ich da vorgehe, was ich zuerst mache und sowas. Das ist, glaube ich, auch immer ganz hilfreich. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge wieder weitergeholfen. Und wir sehen uns morgen beim neuen Video. Haut rein.